Was tat der Herr Wobereit mit diesen ihm symbolisch übersandten Schlüsseln? Er hatte nichts Besseres vor, als sie direkt an die Anwälte weiterzuschicken, die dann, man glaubt es kaum, tatsächlich mit diesen symbolisch übergebenen Schlüsseln hier aufgetaucht sind, auf der Suche nach den zugehörigen Bäumen. Geil! Und zwar, ich glaube, es waren so 16, 17 Schlüssel, die haben sie dann ganz tapfer an jeder ihnen zugänglichen Tür durchprobiert. Und man möchte sich wirklich fragen, was ist eigentlich schlimmer dran, dass Herr Wobereit als Kultursenator, der für Kultur zuständig ist, den ihm symbolisch übergebenen Schlüsselbund an diejenigen weitergibt, die hier, und das haben ja Gerichte tatsächlich festgestellt, in rechtswidriger Weise Kunst zerstört haben, und das weiß Herr Wobereit sehr genau, denn es machte sehr viele Schlagzeilen und waren selbst im Kultursenat, um darüber zu reden, die hier Gewaltakte praktisch initiiert haben, die hier zum Schaden der Kunst- und Kulturszene der Stadt, aber auch des Ansehens der Stadt in der ganzen Welt beigetragen haben. Ihnen schickt also der Herr Wobereit, der eigentlich für die Kunst und Kultur zuständig ist, diesen Schlüssel. Das andere ist natürlich, dass man sich schon fragen muss, wie es sein kann, dass jeder Journalist, aber auch wirklich jeder, den symbolischen Akt, es gab ja auch einen offenen Brief dazu, erkannt hatte, nur die Beteiligten, also der oberste Regierungschef von Berlin und diese renommierten Anwälte, die haben das tatsächlich für bare Münze gehalten. Die haben tatsächlich gedacht, dass nachdem über 200.000 Menschen hier für den Erhalt des Kunsthauses unterschrieben haben, nach den unzähligen Demonstrationen, nach den unzähligen E-Mails und Protestbriefen, die die Herrschaften jeden Tag bekommen, dass man jetzt einen Schlüssel abgibt und man sich jetzt die Räume hier abholen kann. Da wird Herr Wobereit vielleicht nochmal gefragt werden müssen, wie das dazu kam.